Kickewicke, Jubeldorf. Sorry, ich habe glaube ich eine Werbung gemacht, unabsichtlich. Okay. Angeblich soll ich am Wettkampf teilnehmen. Na, komm zurück. Ja, dann kämpfen wir mal, Leute. Wartet. Mit wem habe ich da eigentlich gesprochen, damit ich diese Wettkämpfe machen darf? Das war wieder unabsichtlich. Komm rein. Irgendjemand. War das nicht sie? Nein, das war nicht sie. Wann kann ich das machen? Okay, lassen wir es. Lassen wir es gut sein, Leute. Okay, easy. Du bist doch das Forschungstruppmitglied, das sich vom Roten Sumpfland bewährt hat. Da hat meine kleine Schwester Mina ist für ihre Arbeit Sumpfland gegangen. Na super, schon wieder jemand. Ja, wir finden sie schon. Sind hier noch ein paar Leute? Keine Missionen. Da unten. Bist du schon mal ein Pokémon untergekommen, das... Ranken? Meint sie vielleicht... Tangela? Das klaut meine Heimat, okay. Ich glaube, ich habe es dir geschenkt. Das hätte ich mal erledigt, Leute. Die hier gebe ich natürlich damit hier. Wisst ihr was, machen wir zuerst mal die Nebenmission. Hinazu? Nein, nicht Hinazu. Vermisstensuche. Genau das hier. Die geht immer wieder verloren.
Sonnenstein, na super. Wo war das jetzt? Sei mal still, Bro, sei mal still. Lehmbar, schon wieder. Wo bin ich hier? Bin ich richtig eigentlich? Hey, ist es nicht? Ich habe sie gefunden, Leute. Ein Mensch, was für ein Glück. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange ich hier allein war. Auf dem Rückweg ins Lager wurde ich von wilden Pokémon angegriffen. Ich konnte zwar fliehen und so weiter und so fort. Ja, jetzt geh zurück zu deinem Bruder. Wirklich. Haha, sie hätte sich beinahe wieder verloren. Da finde ich nichts mehr. Hallo. Yep. Zurück nach Jubeldorf. Nach Jubeldorf. Nach Jubeldorf. Sind da andere Dorfbewohner, die was wollen? Nein. Da ist er. Ja, dank mir später oder gib mir etwas. Ja, das ist auch gut. Dankeschön. Wiedersehen. Jetzt zur Hauptmission, Leute. Okay, es gibt keine anderen Nebenmissionen. Sensei, ich bin wieder back. Dir ist es also gelungen, Dressella zu beruhigen. Gute Arbeit. Manchmal bleibt der Galaktiker-Expedition nichts anderes übrig, als gegen Pokémon zu kämpfen. Doch auch dann geht es uns in erster Linie darum, eine friedliche neue Heimat zu schaffen. Du kamst aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge herabgefallen. Und es waren Blitze aus eben jenem Riss, welche die Pokémon in Rage brachten. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Um zu beweisen, dass es keinen gibt, müssen wir vielleicht den Riss selbst untersuchen.
das bedeutet? Hier habt ihr eure frische Kartoffelmochi. Achtung, sie sind noch heiß. Ah, wonderful. So lässt es sich aushalten. Vorzügliche Kartoffelmochi in guter Gesellschaft. Die Besprechung der Forschungsergebnisse und dann zufrieden ins Bett fallen. Was will man mehr? Irgendwie läuft jeder Tag gleich ab. Bringt uns das auch wirklich bei unserer Forschung weiter? Oder dabei, uns hier ein Leben aufzubauen? Hier, das wollte ich dir noch geben, Alon. Mit diesem Item kannst du für ein bisschen Aufregung sorgen. Okay, danke schön. Macht euch mal keine Sorgen. Denn du dir nur vertraust, wirst du deinen Weg finden. Das ist mein Motto. Wir müssen nur Vertrauen haben, dann werden wir es ganz bestimmt irgendwann schaffen, den Pokédex zu vervollständigen. Ja, er ist optimistisch wie immer. Am nächsten Tag. Die Schuhe sind sehr schön. Morgen. Ich habe großartige Neuigkeiten, Alon. Ab jetzt arbeite ich im Friseursalon hier. Schön für dich. Endlich kommen alle in den Genuss meiner eigenen authentischen Haarkreationen. Meine Pflichten als Dressellas Wächterin lasse ich dabei natürlich nicht außer Acht. Ich habe nur gern ein zweites Steinbein. Besuch mich doch mal im Friseursalon. Du wirst deine Haare kaum wiedererkennen. Im positiven Sinne natürlich. Ich bin froh, dass Saba jemanden gefunden hat, der den Friseursalon weiterführt. Expeditionsleiter Denpoku wegen der Sache mit Ursaluna. Wegen Jubeldorf arbeitet, ist ungeachtet seiner Herkunft Teil unserer Gemeinschaft. Ich heiße dich willkommen dazu. Alon, ich gehe zum Strand des Aufbruchs. Folge mir! Strand des Aufbruchs? Dieser Strand. Diese Leute hier sind frisch in Isue angekommen und werden mit uns. Sorry, Leute. Werden mit uns allen in Jubeldorf leben. Hab auf B gedrückt wieder. Dachte, es ist A, aber hab auf B gedrückt. Genau wie die Galaktik-Expedition am Strand des Aufbruchs an Land ging, wird auch für euch hier ein neues Leben beginnen. Yay! Baimo. Ich habe gehört, dass es hier in der Hyzurigen nur so von starken und furchterregenden wilden Pokémon wimmelt. Oh mein Gott, ich konnte das nicht aussprechen. Aber die Galaktik-Expedition soll sich bestens mit Pokémon auskennen und ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um Jubeldorf zu fördern. Ja, stimmt. Diesen Ruf haben wir wohl Alon hier zuzuschreiben. Er gehört unserem Forschungstrupp an. Es ist der Zusammenhalt aller Mitglieder zu verdanken, dass Jubeldorf so prächtig gedeihen und uns als Heimat in Hyzui dienen kann. Wir werden helfen, wo wir nur können, Herr Expeditionsleiter. Dank der Pokémon-Untersuchungen des Forschungstrupps vergrößern sich auch die Gebiete, in denen wir sicher operieren können. Das wiederum macht es uns erst möglich, Neuankömmlinge bei uns aufzunehmen. Aber ich muss schon sagen, Alon, du magst Pokémon wirklich sehr, oder? Ja. Viele unserer Mitglieder wurden bereits von Pokémon angefallen und trotzdem hältst du an deiner Sympathie für sie fest. Ich schätze, das ist der Grund dafür ist, dass er in der Zukunft so viele Pokémon gefangen hat, dass es normal ist, dass er Sympathie dafür für sie empfindet. Das ist eine nötige Eigenschaft für Mitglieder des Forschungstrupps. Vergiss trotz allem nicht, dass Pokémon furchteinflößende Wesen sind. In der Zukunft nicht mehr. Da sind die Menschen, die furchteinflößend sind. Egal, ob wir nun ein Leben an ihrer Seite führen wollen oder nicht, wir müssen uns mit ihnen auskennen. So war ich Denpoku heiße. Wenn es sein muss, werde ich auch drastische Maßnahmen ergreifen, um Jubeldorf und seine Bewohner zu beschützen. Expeditionsleiter Denpoku, Perla vom Perlclan ist hier. Ich denke, ich weiß, warum sie hier ist. Alon, schau dir selbst an, wie sich Jubeldorf durch die Arbeit des Forschungstrupps stetig verändert und komm anschließend in mein Büro. Büro, wie ich das ausgesprochen habe. Okay, Leute, jetzt kann ich speichern. Und ja, das bedeutet auch, dass ich hier aufhöre.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis bald, Leute.